Ja, liebe Barkeiter und Barkeiterinnen, nach zwei Auftritten bei Lutz bin ich heute hier zum dritten Auftritt. Das heißt, gestern hat ja wahrscheinlich jeder oder viele von euch die Ansprache der Bundeskanzlerin gehört. Und die Lage ist wirklich ernst. Und die wird immer ernster. Momentan habe ich zwar heute noch keine neuen Zahlen bekommen vom Landkreis, wie es hier in Potsdam-Mittelmark aussieht, aber wir müssen alle damit rechnen, dass in den nächsten Tagen sicherlich noch drastische Maßnahmen getroffen werden. Hängt natürlich von jedem selbst ab, wie jeder sich verhält, jeder daran denkt, Abstand zu halten, jeder nur das Nötigste draußen zu unternehmen. Zurzeit ist das scheinbar noch nicht so richtig angekommen, aber wenn es dann richtig ankommt, wie gesagt, befinden wir uns hier im sogenannten Ausnahmezustand. Das heißt, Einkäufe sind noch möglich bei Lebensmitteln und Apothekengänge und Gänge zum Arzt und nur noch äußerst andere wichtige Sachen sind noch nötig. Ich meine, eine Kontrolle wird schwierig werden, auch für die Behörden das zu kontrollieren, aber ich appelliere hier an alle. Wir dürfen unser Gesundheitssystem nicht überstrapazieren. Wir sehen Italien, die sind natürlich nicht ganz so gut gerüstet wie wir in Deutschland, aber auch hier kann es natürlich zu Engpässen kommen. Und aus dem einfachen Grund habe ich mir heute überlegt, es gibt ja an verschiedenen Orten schon Hilfsinitiativen von Bürgern und Bürgerinnen, wie in Burgwalde, Burgheide natürlich noch nicht, im Moment noch nicht, aber Burg hilft oder Damenlandkammer, Freiental und Goizow haben eine Initiative gegründet und habe dann mit unserem Lutz hier gesprochen und unser Lutz hat uns eine Gruppe eingestellt für Burgheide hilft. Die werden wir jetzt freigeben in den nächsten Minuten. Da sind meine Kontaktdaten dabei. Jeder, der Interesse hat, jeder, der Lust hat, zu helfen in einer Notsituation, zum Beispiel mit Einkaufsfahrten oder Abfahrten zu Apotheken für Leute, die dann nicht mehr auf die Straße dürfen oder auch in häuslicher Quarantäne sein könnten, kann sich dort eintragen oder kann sich bei mir melden über die entsprechenden Kontaktdaten. Es würde mich freuen, wenn es einige Freiwillige dort gibt. Es geht nicht um Kontakte zu den Personen, es geht halt darum, zum Beispiel Kartons, Kisten vom Einkauf oder zum Einkauf zu bringen, zu holen, weil unsere Märkte hier werden sicherlich auch das nicht so im Umfang schaffen können, wenn es denn so kommt, wenn es nötig ist. Und ich denke, da wird dann am Ende jeder dankbar sein, dass es eine helfende Hand gegeben hat. Die Sache ist auch etwas unterstützt finanziell von der Gemeinde bzw. vom Amt. Wenn es Kosten gibt, die da entstehen würden, werden die entschädigt. Über das Geld werde ich dann verfügen. Geht unbürokratisch und schnell für die Leute, die dort einsteigen wollen und helfen wollen. Und ich hoffe, es finden sich einige, die das machen. Natürlich, die Risikogruppe über 65 steht auch in der Gruppe drin, ist ausgenommen. Die ist Hochrisikogruppe. Es hat nichts mit Diskriminierung zu tun, aber das ist halt eine Tatsache. Und im Moment ist wirklich die Lage sehr ernst und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und ich hoffe nur, dass es sich auch in den nächsten Wochen mal bessert. In China ist ja zurzeit so, dass gestern mal kein neuer Fall aufgetreten ist, laut offiziellen Meldungen. Aber offizielle Meldungen, naja, müssen wir mal abwarten. Jedenfalls aus dem Bereich aus China. Und wie gesagt, andere Länder haben diese Maßnahmen schon drastisch verhangen, wie in Frankreich, wie in Belgien, in Spanien, in Österreich, in Polen nicht so, aber in Österreich und auch in Luxemburg und in Spanien bzw. in Frankreich wird sogar noch rigoroser dagegen vorgegangen. Alle, die sich nicht dran halten, werden einfach verhaftet. Aber bei uns ist es natürlich noch nicht so weit. Ich appelliere deswegen halt nochmal an euren Verstand und geht in Abstand miteinander um zurzeit. Später können wir wieder kuscheln, aber im Moment bewahrt den Abstand zu euren Mitmenschen. Das ist der beste Schutz, den wir zurzeit haben. Ja, dann möchte ich mich mal bedanken bei Lutz für seine immer währende Bereitschaft, hier mit mir Aufnahmen zu machen und wünsche euch allen noch eine schöne Restwoche und bleibt gesund. Ja.
Ja, super, vielen Dank an den Bürgermeister Andreas Kreibisch. Man sieht, dass die Gemeindevertretung hier richtig aktiv ist. Und wie gesagt, die Website, die Gruppe bei Facebook zeige ich euch nachher auch bei Brockheide News. Packe ich dort mit rein. Wer möchte, kann sich dort anmelden und bedenkt, dass die tatsächlich diese Seite, diese Gruppe nur für die Hilfe da ist, die hier in Brockheide wohl demnächst irgendwann eventuell benötigt wird. Ja, wer helfen möchte, ist gern gesehen, meldet euch dort an. Koordiniert wird das Ganze vom Bürgermeister selbst. Und sobald es Neuigkeiten gibt, melden wir uns wieder. Bleibt alle gesund und schöne Grüße hier von Brockheide News TV. Wie immer hier, euer Lutze. Tschüss!